Okay. Also warum man die Bandit nicht versteht, selbst wenn man Russe ist, die sind ganz, die sind dauerdicht. Man versteht, man soll es echt nicht verstehen. So, wir steigen ins Land, machen ein bisschen Sneak Attack hier so. Der hat sich kaum gesehen. Das war ich, hab's gerade gesehen. Diese Sparks durch die Wand. Das war ein NPC, der durch die Wand geschossen hat. Du hast perfekt getrackt. Der hier. Na komm, na komm. Real easy, Junge. Real easy. So. Wobei er immer sagt, really easy, dann. Tja. Ghetto Slang, was soll der machen? So. Gib mir dein Stash. Klettern wir wieder hoch. Gehen wir hier rüber. Gehen wir hier rüber. So. Gehen wir tief rein. Wo ist das denn jetzt drin? Über mir? Über mir. Okay. Da hinten ist auch ein Versteck. Das holen wir uns gleich. Welche komischen Pressmaschinen, Alter. Ich weiß nicht. Bin arbeitslos, kenne ich nicht. Ach, sorry, ich meinte, ich bin arbeitslos. Man sagt das nicht so. Ist hier nichts, Alter. Außer das hier. Massig Munition, Alter. Massig Munition. So. Haben wir das geklärt? Sah aber nicht noch so eine Electricity Room aus. Was sind das für Maschinen eigentlich? Ist das eine Fabrik für Munitionsherstellung? Was jemand hier actually arbeitet, kann man mir sagen, was das ist. Nein, Spaß, okay, genug jetzt nämlich. Ist aber gemobbt. Aber nein, wirklich, wenn es sowas industrielles und Metallbau, Schienen. Metallbau? Schienenbau, Digga, was habe ich da? Doch, also wenn es um Metallbau, Industriezeug geht, da habe ich wirklich keine Ahnung. So, so macht man das nämlich. Das explodiert und jetzt sind wir so schwer. Okay, jetzt müssen wir anfangen, so Sachen zu droppen. Diese SP6-Munition, die werde ich nicht droppen, weil sie für die AS-VSS sind. Und ich will diese Waffe benutzen, da gibt es keine Diskussion. Ich droppe diese Munition dafür. Und etwas von der PMM-Munition. Wobei ich droppe alles davon, weil ich habe die bessere Version. So. Dann esse ich... Nee, ich brauche nichts zu essen. Ich bin auch so schwer. Gut, dann... Slugs sind gut für spätere Shotguns. Stopp mir so ein 40er Pack. Lohnt sich, Jungs. Lohnt sich. Und mir das. Wobei, ich brauche echt nicht dazu sagen. Ich habe in meinen Statistics. Digga! Ich habe in meinen Statistics nachgeschaut. Tatsächlich habe ich 0% weibliche Zuschauer. I wonder why. Zum Maul, Alter. So. Hier willst du nur noch Medikits und Heal Stuff mit. Feine Dokumente in der Underground Lab. Schlüssel benutzt und ab geht's. Yes. Jetzt gehen wir zu Lab X18. Let's go. Das Witzige ist, ein Typ wusste nicht, dass es die Taschenlampe gibt, deswegen hat er jetzt komplett im Dunkeln gespielt, dieser Affe. Ah, fuck, was habe ich denn jetzt mitgenommen? Ah, warte mal kurz, ich lade meine Pistole kurz um. Oh, ich bin so schwer. Ich werde dich nicht droppen. Ah, fuck.
Ich jetzt mal einfach alles hier weg. Nahrung ist echt nicht wichtig. Hey, witzig, das kommt von mir, ich bin dick. Kostet dir Dumpling. Die haben weird ass names. Also ja, Essen ist gar nicht so wichtig. Stalker. Das kann man nicht ganz gut vernachlässigen. Hier komme ich hierher. Das kann man wirklich ganz gut vernachlässigen. Alter. Jetzt habe ich kurz erschrocken. Man wird nicht so viel. Man wird nicht so hungrig in Stalker und ja. Braucht's nicht. Okay, ich brauche einen Code hierfür. Ich kenne den Code tatsächlich nicht mehr, also ich könnte nicht mal eingeben, wenn ich es wissen würde. Und da bei neuen Mutanten, der richtig nochmal cool ist vom Design, der Poltergeist. Wie sein Name ist halt, wie sein Name sagt, der poltert Geister darum. Was ist da der Maschine? Ich kann ein bisschen Lore droppen. Wir sind jetzt in den Underground Labs, den Geheimlaboren von der Tschernobyl-Sperrzone. Sperrzone. Die Leute wussten nicht, dass es hier diese Labore gibt. Nicht mal die Regierung. Zumindest die Regierung wusste nicht, dass ein Teil der Labore wieder. Oh fuck, Snorks, Alter. Ich hab vergessen, dass die hier sind. Ich dachte, die kommen später. Wie die einen treten, Alter. Das ist ein bisschen was wert für Händler, deswegen nehmen wir die auch mit. Also ja, was ich sagen wollte ist, ein Teil der Basen. Ein Teil der Basen wurde halt dazu verwendet, um geheime Labore halt auszurichten und die Regierung. Da kommen wir noch nicht durch. Doch, da kommt man durch. Muss nur richtig timen, Alter. Meine Augen so ein wildes Hell. Scheiße. Hallo. Wer hat den Code? Excellent. I'm glad you have been granted level 2 access. To find out what our lab actually does now, your access code is 1243. Perfekt. Perfekt. So. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ja, die Regierung hat ins Leben gerufen, diese Labore. Aber eine bestimmte Gruppe hat sie im Verborgenen weitergeführt. Wir kommen hier durch. Wir kommen hier nicht durch. Scheiße, da muss ich wieder hin. Fuck. Dass man, sobald man ihn lootet, nicht gespeichert wird, ist so komisch. Da kann man leicht wegbleiben. Oh, Energy Drink. Eigentlich brauche ich die Energy Drinks nicht. Ach. Ja, ich brauche sie nicht. Komm jetzt auf und weg. Jetzt gib mir ein Herz, Kasper. Aber pro Herz, Kasper. Wisst ihr doch die Zeit, in denen man so Panik gemacht hat, dass man vor Energy Drinks? Diese ganzen Sachen mit, oh, wir werden sterben, wenn man Energy Drinks trinkt, Junge. Das war krass. Warum ist der weniger wert als ein Stalker Suit? Ah, weil er keine 80 Kredit hat.
Ja, aber der Monolith ist so das in allen Punkten besser. Ich werde jetzt keinen kaputten. Oh, wann habe ich diese AK mitgenommen? Wieso kann ich. Man muss die Waffe ausrüsten, um da Sachen zu machen. Das macht Sinn, aber. Ergibt Sinn, aber. Come on, Junge. Ah, will ich den Stalker-Suit? Guck mal, wie viel wiegt der? Der wiegt 5 Kilogramm. Da steht 15.000 Rubel wert. Aber wie viel wert hat er wirklich beim Händler? Also wird irgendwie runtergeteilt, damit es halt nicht zu wertvoll ist. Komm, ich lauf meine Wodka weg. Also, eine Alkoholvergiftung gibt es in diesem Spiel nicht, deswegen passt das schon. Ich höre irgendwas hinter mir growlen, Alter. So. Oh mein Gott. Jetzt kommen wir weiter runter, komplett betrunken. Ich habe so viel Munition. Schieß mal die Shotgun-Munition. Ja, der Poltergeist ist jetzt nur noch auf diesem Level. Deswegen sind die Effekte hier stärker. Und GEC World hat passend, weil sie hier ein bisschen am Trollen sind, ja, die meisten Weapon-Effekte gestellt in diesem Level. Da ist er. So sieht der Poltergeist aus. Ah, verdammt! Sieht das hier gar nicht. Alter, sieht das unheimlich aus. Also das Monster-Design bei GC World ist gut, Junge. Ja, das dann sagt hier gruselig aus, wie es auch sein sollte. Es ist kein Horrorspiel, aber es ist halt. Es ist gruselig, indem es halt von sich aus schon gruselig ist. Versucht das dann nicht zu sein. Verdammte Scheiße. Ich kann nicht richtig reden. Alter, aua. Fuck die Bitch up. Junge! Ich erschreck mich nicht, ich finde es so wirklich unangenehm gerade. Okay, jetzt geht's mit. Nein, ich bin noch dauerdicht, Alter. Warum ist das alles so laut? Wo ist doch der Poltergeist? Jetzt sehe ich gar. Ja, jetzt hab ich dich. Du entkommst mir nicht. Oder doch? Na, warte, du bis ich nachgeladen hab. Ey, hey, hey, wa. Okay, der ist tot. Wupp, wupp, wupp. Bleib stehen! Treff ich ihn nicht? Ich verschieß doch Slugs. Okay, gib mir ein Artefakt. Alter. Okay, es wird langsam lächerlich. Au, sag mal. Dämliches Drecksding. Sieht das eklig aus. Oh, Junge. Warum seid ihr so aggressiv? Missgeburt. Wie viele Poltergeister sind hier? Wie viele. Ist, kein Scheiß jetzt. Wie viele Poltergeister sind hier? Ich treff nicht. Wisst ihr was? Wir machen das hier richtig. Oder spawnen hier irgendwie viele Poltergeister. Oh mein Gott. Den Code weiß ich noch zum Teil, der fängt mit 0 an. Ich glaube 05 irgendwas. Aber ich sehe es nicht als negativ, wenn ich so viel Munition verschieße, weil ich bin ja eh schwer. Deswegen. War das jetzt der letzte?
Haben wir jetzt Frieden? Habe ich jetzt alle Poltergeister geholt? Es klingt auf jeden Fall nicht mehr und ich höre auch nicht mehr dieses Gejaule. Machen wir einen Sicherheitsspeicherstand und gehen runter. So, was ist denn hier Feines? Ich weiß schon, was mich da hinten erwartet, deswegen rüste ich mich schon richtig aus. Ein Pseudo-Gigant. Guckt euch das an, wie abgefuckt das Ding aussieht. Das ist so geil, Alter. Ich liebe das Monster-Design, das ist richtig gut. Mutanten-Design. Ich finde das so geil. Ich liebe es. Jetzt machen wir das mal schlau. Alter, war das delayed. Gut, da war nichts in den Kisten. Oder wenn was in den Kisten war, dann wurde es halt weggesprengt. Okay, I guess it is nur Gas. Ah, da bist du. Dear colleague, let me remind you that you will be servicing the tanks in the central laboratory starting tomorrow. You must inspect them every 2 hours. Make your reports directly to me. The code to the central laboratory is 9524. 9524? Was? 9524? Hier, das meine ich. The chart details the patrols, sentries and guard towers. Das ist eigentlich, was man benutzen sollte, um sich da hier durchzunavigieren, aber braucht mir nicht. Was ich aber gerade sehe, ist hier, dass er eine SVD hat. Der hier oben auch. Ich glaube, wir gehen da nochmal kurz hin und checken das aus. Das war das, man hat das aus dem Dokument. Das kann auch sein. Okay, diesen ganzen Text werde ich nicht vorlesen, okay? Außer ihr wollt das, dann schreibt das in die Kommentare. Ich meine das ernst. Ich sag gerade eben 05 irgendwas. Warum steht das hier 9524? Ach, das sah aus wie eine 0. Okay. Ja. Bin ich aber so schwer, weil ich die 1181 habe. Übrigens ein fürchterliches Gewehr im Real Life, aber hier ist es ganz gut. Weil guckt sich mal die Stats an. Hier. Okay, man ist halt präziser, weil man ist speziell. Aber ansonsten viel mehr Damage und schlechteres Handling. Im Vergleich zu anderen AKs ist die schlechter. Und ich möchte jetzt anfangen 556 Waffen zu spielen, aber es tut mir leid, die werfe ich weg. Vor allem, weil sie auch angeschlagen. Da liegt einfach ein Torso. Das ist ein Teil vom Torso. Mann, ich bin wirklich gehypt auf Stalker 2. Ich bin wirklich gehypt. Egal ob es könnte, wenn es kaputt rauskommt, mir ist es egal, ich werde es dann trotzdem spielen. Ich werde es dann nicht hochladen, aber ich glaube nicht, dass es kaputt rauskommt. Die hatten so viel Zeit, die machen das hier schon richtig. Wie soll ich das sagen? Das ist kein Day Before oder Cyberpunk. Okay, doch, Cyberpunk, was so verschoben wurde, aber es wird nicht fürchterlich werden. Hab ich einen Slime oder... Ich hab doch einen Schein hochgeholt. Ne, jetzt ist echt nicht. Das Bild sieht anders aus, als es nicht aussieht. Oh. Kühlschrank. 6 für mich, 3 Sterne. Na komm, ich nehme alles, dann bin ich zu schwer. Okay, ich nehme einfach hier alles mit und werfe dann das raus, was ich nicht brauche. Was haben wir? Das kann auf jeden Fall weg. Die Plus-P-Munition, die... ich weiß. Ich will eigentlich alles horten, weil ich alles verschießen will, aber... Es ist so viel. 10 Slugs-Munition ist jetzt nicht die Welt und...
ein Stack von diesen Shotgun-Munition reicht mir. Das passt jetzt. Ich werde ein bisschen die Pistole durchbraten. Aber ich habe übrigens entschieden, jetzt öfters Quicksteps zu machen, wenn ich Sachen mache. Also, ein zum Beispiel jetzt Gegner tötet, Level geklärt, Area geklärt und sowas halt, weil. Es zieht sich in die Länge, wenn man stirbt, weil die Autosaves sind echt nicht gut platziert und sowas wie Checkpoints gibt es eigentlich auch nicht. Gut. 9, 5, 2, 4. Okay, was immer da drin war, es wollte übrigens raus, I guess. Oder auch nicht. Von mir aus. Ich weiß wirklich nicht, was da drin war, also... Ich kenne das Spiel auswendig. Aber... Ich verstehe nicht, warum was da jetzt dagegen geklopft hat, weil... Was sieht er? Es ist ja nichts hier. Gott. Oh Gott! Das ist so viel, so viele Rohstoffe! Warum bin ich so voll... Okay, das war unser Charakter, glaube ich. The Marked One. Weil, das klang so, als jemand gerade gestöhnt hätte. Okay, wisst ihr was? Stalker's Dude. Weg. Oh Gott. Oh nein. Jetzt verläuft die Ausdauer normal, als wäre ich im normalen Spiel. Durch die Shotgun leer machen? Oder die Pistole? Vor allem auch ein bisschen die Pistole leer. Einfach just for the lose, weil hier ist... Hier muss man was bekämpfen. Man checkt das aber nicht wirklich. Man hört es, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Wirklich, das hier. Der Poltergeist, aber feurig. Wo ist der hin? Da. Es piept alles. Ich weiß nicht, was das für ein Ding sein sollte. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, fuck. Das war eine komische Vision. Rückblende. Weiß nicht, was das sein sollte. Doch, weiß ich. Genug geroleplayed. Wir machen hier. Jetzt. Schicht im Schacht. Es sah aus wie eine Vision. Das kann ich schon mal sagen. Also, ich weiß es wirklich nicht, was wir bekämpft haben. Ich weiß nicht, ob es Mutant war oder ob das halt. Irgend so ein. Irgendwas mit Strelok zu tun hat oder nicht, das, also, wenn ihr das besser wisst, dann bitte schreibt das in die Kommentare, ich meine das ernst. Weil ich habe da wirklich auch nichts gefunden oder gelesen, deswegen, ja. Gut, aber wir machen es mal auf den Weg raus, denn wir haben jetzt, die Dokumente, die der Barkeep braucht. Arschloch. So, gehen wir hier hoch. Wie wir den Funk abgehört haben. Das Militär ist jetzt hier und es wird witzig. Das ist nicht einfach nur das Militär, das sind die Spetsnaz. Spetsnaz heißt einfach nur Spezialeinheit.
Nur Zeug mitnehmen, was wir wirklich brauchen, wie Granaten, sowas. Alter. Wieder geflogen ist, Alter. nein, ich möchte noch ein bisschen looten. Okay, der hat nichts. Der hat halt nichts, was wir mitnehmen können, weil wir sind so voll. Nach einer Pistole ein bisschen leer. Ja, wir nutzen die Zeit, während die sich hier abseilen und hauen ab. Okay. Wechsel die Waffe. Jetzt haben wir einen Grund, die zu verwenden. Mann, sind sehr viele. Wir können einfach wegrennen. Oh, das ist Military, Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre Duty. Weil wenn das Duty gewesen wäre, dachte ich mir, fuck, die haben die bekommen. Wobei die Fraktionen sich untereinander nicht hassen, also Military und Duty mögen sich eigentlich. Weil Duty ein Teil von Military ist, was halt hier gedroppt wurde von der ukrainischen Spezialforce SBU halt. Ja. Alter, fuck. Junge. Ich muss es zwar nicht sagen, aber man sieht an der Uniform, das ist natürlich nicht die echte Uniform. Wie gesagt, das ist eine fiktive. Ja, was heißt fiktive? Man könnte sagen alternative reality. Ich hab's echt mit dem Reden nicht, was soll ich am besten nicht aufnehmen, oder? Haben da nicht 15 Schuss, ich wollte schon sagen. So. So, hier ist die Schweinefarm, von der geredet wurde. Wir holen uns mal das Gauss Rifle ab. Petka Bumper. Hey, want an awesome gun? I found a little something near Yanta. A stash, I guess. There was this ghost rifle among other things. I tell you, this thing rocks. Anyone with 100 meters of it is as good as dead. You can save it for just 800. Und hier ist die Sache. Das ist ein Scam. Ja, und ich hab eh genug Rubel, deswegen zeige ich euch jetzt, was passiert. Here's the money. Money lost. Excellent, wait here, I'll go get it. Waiting.
Listen to me carefully, sucker. Have you heard the story of Robin Hood? Well, your money went to feed the poor. Forget about it. Try sticking your nose here again, and you'll be crawling back to your mommy. Ja, hier ist die Sache. Geld geklaut, gescammt. Aber die Sache... Ich hab das gar nicht gewusst, ich hab den Dialog nicht gehört. Aus irgendeinem Grund beim ersten Playthrough. Es geht für eine gute Sache rein. Nämlich... Angeblich, dass... seinen Kollegen jetzt helfen soll. Ich vertraue ihm einfach mal dort. Bei dem. Und... Ich find's da gar nicht so schlecht, wenn er mit Geld dafür rausgeht. Ich meine, ich habe 52.572 Rubel. Wenn da jetzt 800 fehlen oder abgezogen wurden, ist das jetzt kein Problem. Die machen dich mit Style kaputt. Einer wird weg. So. Gehen wir weiter. Wie langsam sich das öffnet. Aber ich, um ehrlich zu sein, als ich in Russland war, habe ich auch diese Tore so langsam geöffnet. So. Laufen wir zu Sidorovic. Und laden mal die Waffen durch. Wir werden hier wieder Bandite im Gegner betreten, deswegen hier vom Jail laden. Laufen wir jetzt mal rüber. So. Und dann können wir ordentlich nicht bei ihm verkaufen. Er gibt nicht so viel Geld. Aber wir können bei ihm kaufen. So. Wo bin ich genau? Hier bin ich. Hier komme ich wirklich nicht vorbei. Oder? War nicht irgendwo hier der Tunnel? Also was ich sagen wollte ist, vielleicht gibt es in Stalker 2 mehr Charaktere als nur... Weißt du... Also ist mir eigentlich egal. Aber ich... Ist mir nie aufgefallen, dass es halt immer so eintönig war in Stalkern. Gestört mich hat mich das nie. Vor allem bei Mercenaries. Bei Mercenaries kommen so wirklich komplett aus der Welt, nicht nur Russen. Schrecklich Ukraine. Bei Mercenaries sind ja... Also, es gibt die Theorie, dass Mercenaries NATO-Soldaten sind oder ein Teil von der NATO bezahlt wird, weil sie sonst nicht rein hier reinkommen. Und irgendwie halt Informationen hier beschaffen. Wirklich eine coole Theorie. Weiß gar nicht, ob es im Spiel dafür Beweis in der Lore gibt. Falls ihr was gefunden habt in der Richtung, würde gerne Kommentare reinschreiben. What? So, you paid X18 a visit. Got the documents? Yeah, here they are. Well, I see how... Oh, that's interesting. Very interesting. If I told anyone, they wouldn't believe me. Yeah. Oh, would you just look at it? At that. I didn't expect this. It's pretty bad. Well, here take... These back and give them to the barkeep. Oh, and I owe you for your efforts. Oh my god, what? Got any special missions for me? Well, here's the deal. A box containing the reports made by an expedition that went deep north in the zone has been taken to the army outpost. By day, it's guarded as if it was filled with pure plutonium, but for some reason at night, they only leave two guards. Go on. Sneak into the outpost quietly and recover the box. Do that and I'll pay you anything within reason. Will you do it? Das klingt interessant, aber... Ich bin on einer Mission, deswegen... No, I can't take it on yet. Come on, man, it's not as bad as it sounds. A bunch of drunk recruits green as grass with a single NCO. Well, okay, but I was really counting on you, Marked One. Weißt du was, Digga? Ich mach es.
bring over the tail of the pseudo dog. I'm off the job. Yeah, I'm here for the job. So. Ich hatte gerade einen Schwanz vom Pseudohund, deswegen habe ich es gemacht. Mache ich das mal. Bring the jaw of the bloodsucker. Nein. Find the artifact called Chunk of Meat. I'm up for it. I'm here for the job. So. Nightstar Artifact. Okay. So. Kann ich was kaufen, bei dem was sinnvoll wäre? Nur nichts. What the heck? Halt zum Maul. So. Oh, kann ich nicht laufen? You're too heavy loaded, Alter, wegen der Shotgun-Munition. Oh Gott, Alter. Boah, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich könnte die Kiste benutzen, um mein Zeug zu lagern. Aber da müsste ich wieder zurücklaufen. Wenn ich nicht wieder Aufnahme machen kann, keine Sorge. Ja, das mache ich. Nein, das mache ich nicht. Ich mache das. Ess nicht mal das jetzt mal auf. Snork, vor das will ich ein bisschen Schutzer verkaufen. Doch, komm, das ist jetzt die beste Lösung. Komm, ich hier. Hier, gib her. So. Weil ich will es nicht bei ihm verkaufen, bei ihm kriege ich Peanuts dafür. So, all die Munition geht da rein. Die 556 geht auch da rein. Ha, nein, das brauche ich. Okay, das ist besser. So. Mal guckt, wenn ich jetzt die Shotgun-Munition verkaufe. Die Shotgun selber hier. Nur 74. Hier. 24. Ich vergleiche es damit gleich mit dem Barkeep, wenn wir das speichern. Die Mission, die er uns gegeben hat, ist interessant. Die ist nämlich hier. Jeder Playthrough von Stalker bringt uns hierher. Sidorovic. Womit ich mit ihm reden kann. Muss man aber nicht. Man kann aber. Und die meisten machen das dann auch, weil es halt ihnen gesagt wurde. Aber dann gehen die direkt hoch und gucken sich das nicht an. Und ich dachte, was sagt er jetzt eigentlich, wenn ich sage, hey, ich will eine Special Mission haben. Und er gibt mir eine neue. Jetzt muss man in dieses Army Outpost Ding hin. Ich habe auf YouTube Leute gesehen. Warum kann ich das eigentlich? Ich will es rausschneiden. Also, Something Stalker. Aber okay, ich soll mich jetzt da reinschleichen, das holen. Es gibt einen Weg da darin, aber ich bin nicht gut darin. Deswegen machen wir das jetzt. Das wird witzig. Vor allem mit dem Regen. Sehr atmosphärisch. So. Nämlich müssen wir von hier ganz weit außen da ranlaufen. Holen das mit dem Messer raus, weil wir dürfen die nicht alerten. Wir können die alerten und das Dokument dann halt holen. Doch alle dort umbringen könnten wir auch machen. Aber ich will es mal versuchen zu sneaken. Ich habe es in einem YouTube-Video gesehen. Ich möchte es ausprobieren. Also, und nämlich hier speichern. Der hat uns gespottet. Okay. Sorry, Sidorovic, wir machen das laut. Scheiße! Oh fuck, hier den Baum wechseln.
Der Alarm klingt so gehört, Alter. Stirb, Leutnant. Moment, ich will kurz speichern, weil... Maul. So. Hier sind übrigens die Dokumente. So. Man sollte sich eigentlich jetzt so durchschleichen können, aber naja. Hier noch ein bisschen Alpha-Footage von Stalker. So. Ja, ist ein bisschen blöd, aber. Wir haben so viel, wir sind so stark jetzt. Es macht eigentlich gar nichts aus. Oh mein Gott, meine Pistole war mal nützlich. Hey, 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 warum wusste der was vom Stash? Ah, das war deren Stash. Vom Militär. Okay, gut, die letzten lasse ich leben, ich hau ab. Ciao. Sorry, Private. Aber du hast mich angeschossen, ich muss zurückschießen. Jam. Der Raid lief gut. Ich glaube, man hätte nachts rein sollen. Hätte am meisten Sinn ergeben, aber... Was soll man machen? Was soll man machen? Meine Rüstung hat ziemlich auf den Sack bekommen, Alter. Ich habe gar keinen Schuss gegen Electric Shock wegen meinen ganzen Artefakten. Hallo. So you're back. Any news? Mission complete. Here's the box from the army outpost. Good. You were a great help. But of course, a thank you won't buy you a piece of bread. Here's three. Wait. 2,000 pieces of eight and we are square. By the way, the soldiers were certainly noticed something missing, so things are going to heat up. Yeah, ein paar sind tot. You better get going. The faster, the better. Dafür nur 2000, das ist ja eine Frechheit. Glaubt not a thing. Ist halt nicht mehr von uns. Das ist ja eine absolute Frechheit. What is this shit? Maul. Wobei, der gibt Geld ja, der gibt ja eigentlich ganz gut Geld für Artefakte. Ja, ja, der gibt genau viel Geld. Ja, die Slime brauche ich nicht. Grabi kann auch weg. Grabi ist auch so ein Billo-Artefakt. So, 15.600 Helmeter. Alright. See ya. So, jetzt kann ich das alles hier wieder mitnehmen. So. Ich würde aber Good hunting. Und ich glaube, ich würde auch hier tatsächlich den Part beenden und wir sehen uns nächstes Mal, wie wir uns auf den Weg machen, zurück zum Barkeep.